Da kommt der Angriff durch die blaue Base, durch den Tunnel. Er hat sich gleich umgerannt. Erster Hit. Und... er hat sich gegen das um damit noch ein Teamkill gemacht. Geil! Und da sitzt einer unter der Base. Irgendwie funkt doch jetzt. Und er ist aus. Und aus. Und noch einer. Die Base ist noch down. Er kann die Base noch nicht wieder angreifen. Jetzt müssen sie versuchen, ihn da rauszuholen. Leute. Er holt beide weg. Schneller, komm. Jetzt gebt Gas. Den kriegt ihr noch. Und komm, jawohl, der schön. Elvis, oder? Den Angreifer von Most Wanted auszuschießen. Und hier, jetzt der Schlechte an der Halbbahn versucht sich da irgendwie ein bisschen frei zu kämpfen, sieht aber noch nicht die Lücke. Boah, jetzt kommt der. Oh, was war ein Hüpfer von Neopolis, ey. Hat er ihn eiskalt an der Rampe da. Jetzt kommt der schnelle Konter. Lucky Luke ist schnell durch den Tunnel. Kommt unten rein, wurde aber von irgendwo abgeschossen. Aber jetzt kommt er unten in die Basis. Quatsch, die stand anscheinend oben im Tunnelfenster. Muss sich jetzt rüber bewegen, kommt unten aus in die Basis rein. Oh, ein guter Doppel. Lucky Luke hat noch nicht erkannt, dass er aus war. Zack, da kommt noch jemand. Aber hier sind sie alle drei vorne. Jetzt ist er so unten noch in der Basis drin und macht jetzt die ersten Hits auf die Basis drauf. Ob sie jetzt noch rechtzeitig gesehen wird, aber keiner weiß, wo sie ist. Und sie schafft es tatsächlich, den Base Destroy zu machen. Und jetzt aber auch gleichzeitig kommt jetzt der Konter und tatsächlich 1:1. Boah, oh, Schlag auf Schlag. Red Team D9. Was ich gerade sagen. Scheint der da angesprintet kam. Und unten. Blue Hits unten. Nee, macht der nicht. Ah. Und die Mad Prince ist das, glaube ich, die da jetzt durch den Tunnel läuft. Die hat den Raider aus! Die hat den Raider aus! Erster Hit! Zweiter Hit! Dritter Hit! Und zieh durch! Jawohl! Durch Mad Princess! Bald zurückgekommen. Ja, der Wald ist zurück. Und jetzt aber hier unten in der Basis drin. Es ist jetzt schlechter. Aber zwei sind unten drin. Jeder ist auch noch drin. Jeder schießt jetzt den Raider oben in der Basis aus. Jetzt kommt der Arteros jetzt noch. Der ist hier an. Und ich hab's auch noch rausgekommen. Es ist noch Sion TK ist noch an. Aber Sion TK macht nichts. Sion TK? Der hat draufgeschossen und gedacht, er hätte ihn ausgemacht und nicht mitgekriegt, dass ihn jeder noch anmacht. Weil er hat draufgeschossen, ist er nicht Rampe runter. Also hat er wahrscheinlich gedacht, der hätte ihn ausbekommen. Aber der jener war noch an und konnte deswegen auf die Basis schießen. Ah, oh, ärgerlich. Ja, definitiv. Oh nein, die Pfeffer erst hat einen Teamkill gemacht. Was? Die Pfeffer erst hat einen Teamkill gemacht. Wie geil. Und erster Hit. Mehr Pfeffer drin. Zweiter Hit. Dritter Hit. Jawohl! Noch jemand in der Halbwand. Komm schon. Zeig dich doch nochmal. Da. Der Arteros, würde ich sagen. Das. Arteros? Ist das. Oder ist das der Dude? Das könnte der Dude sein, ne? Arteros ist mich gerade im Tunnel und da hast du nicht mitgerechnet, ne? Eine sehr gern gespielte Position. Egal von welcher Mannschaft. Sie ist halt wirklich stark. Und da kommt der Arteros jetzt durch den Tunnel durch. Sieht ihn nicht in der Tunnellecke und ja. Da die winkt noch schön, bevor ihn abschließt. Ja. Das war erst gemunken. Weil er vorbei ist und dann er ist in die Base reingeschlossen. Ach, das. Oh Mann. Ich fand. Und da kommt direkt der Konter von Gina über den Tunnel. Die gibt jetzt Vollgas. Ja, und das ist natürlich jetzt kritisch, wenn die jetzt oben reinkommt, ohne gecallt zu werden. Aber ich glaube, die ist schon wieder denied worden. Nee, die steht noch im Tunnel. Die wartet, glaube ich, ach, dann da oben, noch, ne? Dass ja, der Angreifer, ja, ja, der sich aufladen muss, da weggeht, damit sie nur noch den Verteidiger da hat. Da wartet, ja, glaube ich, noch. Aber ja, die Miss, ja, Botek hat sich jetzt an den Wald verschoben, um den Tunnel besser im Blick zu haben, weil die Call bekommen hat. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, spannend. Das ist jetzt eine Putt-Situation, glaube ich. Also, ja, je nachdem. Da, hat sie gecheckt und hat sie eine gekriegt? Nein, nein, steht noch. Jetzt die Frage, wer kriegt wen zuerst? Oder die Krise oder so, irgendwas.
Oh. Und kommt Miss Botek da schnell genug an und holt ihn weg. Schön gespielt. Jetzt muss der Konter kommen. Jetzt sind, glaube ich, alle drei aus. Und jetzt reicht es für Feuer auf Drone. Jetzt und jetzt wieder Doppelangriff über die lange Rampe und unten in die Basis rein. Oben jetzt an dieser Rampe. Danny ist auch. Unten Vanilla Drop macht jetzt die Basis. Erster Hit, zweiter Hit. Sind alle drei aus und tatsächlich macht es aus und macht das 1-0. Ich flippe aus. Das heißt, die Cheat. Also, Red, es ist 1-0. Irgendjemand von der 501 steht im Wald im mittleren Labyrinth, gibt davon die Rückendeckung. Das funktioniert sehr, sehr gut. Oh, jetzt sehen wir hier oben den Stony ausgeschossen von Vanilla Drop. Macht die zwei ersten Hits, macht den dritten Hit. Und macht jetzt den dritten Hit vielleicht. Ja. Und macht den vierten Hit drauf. Damit ist das 2-1. Tunnelaufgang quasi. Oh, gegen zwei ist es aber auch schwierig. Er kommt durch, aber der läuft durch, oben rein. Ruhig. Läuft oben rein und, da ist er. Holt Alteros weg. Die ja, komm jetzt. Weit. Und jetzt ja. Nicht drauf. Zack. Oh, ausgeschossen, wieder auf die Base. Zieh durch. Nein. Nein. Leider nicht einfach. Kann die 501. Legion jetzt kontern, ist die Frage.